So, dann jetzt nochmal recht herzlich willkommen zu meinem Review zu dem neuen Manfrotto-Stativ von mir. Ich werde euch jetzt ein paar Kniffe zeigen, wie alles funktioniert und was das Gerät für besondere Features hat. Ja. Angefangen ist es jetzt so, dass das Gerät auf jeden Fall sehr handlich ist. Es wiegt knapp 2 Kilo, liegt aber dennoch gut in der Hand und vor allen Dingen die Packmaße im zugepackten Zustand sind 49 cm, das heißt alles voll im Rahmen. Stellt man es unausgefahren hin, erreicht es eine Größe von 45 cm und ist dafür auch für bodennahe Aufnahmen durchaus geeignet. Das neu entwickelte Verschlusssystem mit dem sogenannten Quick Power Lock Mechanismus funktioniert für meine Verständnisse sehr gut. Zwar noch etwas straff, aber gerade am Anfang durchaus normal. Ich denke mal, das wird sich in der Zeit noch geben. In komplett ausgefahrenem Zustand hat das Stativ eine Höhe von 135 cm und mit ausgefahrener Mittelsäule sogar 160 cm, was ich allerdings nicht empfehlen würde. Sehr angenehm ist weiterhin, dass die Libelle sich um komplette 360 Grad um das Stativ, um den Stativkopf herum drehen lässt. Das heißt, egal in welche Ausrichtung die Kamera steckt, man kann immer direkt auf die Libelle gucken und sicher gehen, dass das Stativ gerade steht. Möglich ist es weiterhin, den Kopf komplett zu ersetzen, umzutauschen und zu variieren. Die Mittelsäule lässt sich anhand einer kleinen Verstellschraube an der Seite ganz einfach lösen, hochziehen, festschrauben, je nachdem, auf welcher Höhe man möchte. Es wirkt auf jeden Fall sehr stabil und robust und sollte nicht so schnell ausleiern. Das herausstechendste Merkmal ist natürlich die um 90 Grad schwenkbare Mittelsäule. Hierfür lockert man die Mittelsäule und findet einen kleinen roten Knopf am unteren Ende der Mittelsäule. Diesen drückt man und dadurch kippt die Mittelsäule um 90 Grad in die Waagerechte. Sie ist komplett bewegbar, das heißt nach außen, nach innen schiebbar, um 360 Grad zu drehen. Und sobald man das Ganze wieder festschraubt, sitzt es auch wirklich bombenfest. Selbst für schwerere DSLR-Kameras sollte das kein Problem sein. Um die Mittelsäule wieder senkrecht zu stellen, einfach wieder das Gewinde aufdrehen, den Knopf drücken und die Mittelsäule kann wieder nach unten versenkt werden. Bei mir hat die ersten Male es nicht gleich auf Anhieb funktioniert, weil ich eine Sache nicht beachtet habe. Und zwar entsteht an der Mittelsäule ist ein kleiner roter Haken, hier nochmal genau in der Mitte zu sehen. Den müsst ihr auf jeden Fall treffen, sonst könnt ihr die Mittelsäule nicht nach unten rutschen lassen. Hier noch einmal die Möglichkeit, in welchen Winkel man die Beine verstellen kann. Das ist der erste Winkel. Dazu zum weiteren Verstellen einfach diesen kleinen Laschen nach hinten ziehen und bis nach ganz oben schieben. Und jetzt hört man auch das Klacken. Eins, zwei und drei. Eine Kleinigkeit hat Manfrotto noch an dem einen Bein versteckt. Es ist quasi ein kleiner Schraubenzieher, mit dem man ganz einfach die Quick Power Lock Verschlussmechanismen wieder nachspannen kann. Dafür befinden sich am hinteren Teil kleine Schrauben, die man mit diesem Schraubenzieher ja, wieder anziehen kann, falls einem der Mechanismus einmal zu locker erscheint. Nach der Verwendung kann er einfach wieder am Bein festgeklipst werden. Über den vorhandenen Easy-Link-Anschluss können weitere Zubehörteile wie zum Beispiel LEDs oder Monitore festgeschraubt werden. Des Weiteren gibt es an dem Stativ noch eine kleine Öse, wo man durchaus mehrere Kilo an Gewicht dranhängen kann, um das Stativ noch weiter zu stabilisieren. Die Gummiummantelung an diesen zwei Beinen finde ich sehr, sehr angenehm. Dadurch hat man das Stativ wirklich gut in der Hand, auch bei kaltem Wetter, und es rutscht einem nicht aus der Hand. Alles in allem ein wirklich sehr schönes Stativ, was ich durchaus benutzen werde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.